Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Part oder zu einem weiteren Cup mit mir, Gilator. Warum lädt das Bild? Irgendwie war ich gerade zu lange im Titelbildschirm. Aber das macht ja nichts. Und Spezialcup, genau, wir sind hier im Spezialcup. Und da starten wir jetzt einfach mal. Und zwar Einzelspieler, Grand Prix, 150 nach wie vor, sonst habe ich... Ah, das ist also so, wenn wir 150 freigeschaltet haben, haben wir automatisch auch die 50er und die 100er. Ah, okay, das ist gut. Diesmal werde ich dann Bowser Jr. Wir hatten jetzt mittlerweile schon Inkling Mädchen, Inkling Junge, Knochentrocken und diesmal nehmen wir Bowser Jr. und danach wahrscheinlich Buhu, König Buhu und dann haben wir alle neuen Charaktere einmal durch. Diesmal nehme ich mal... Ja, was nehme ich denn mal? Ich weiß nicht, ich kann mit Wagen gar nicht fahren. Ich nehme jetzt aber mal das Standard-Car. Obwohl ich halt wirklich immer Motorrad nehme. Weil ich immer der Motorradfahrer bin. Und diesmal nehme ich das hier. Und ja, den Spezialcup. Also starten wir den einfach mal und schauen, was uns hier erwartet. Let's go. Und das ist meine absolute Lieblingsstrecke, die Wolkenstraße. Die ist wirklich geil. Wirklich Platz 1 in meiner Lieblingsrangliste. Platz 1 in dem Spiel. Ich mag die Strecke. Die ist cool. So, let's go. Tja, und ein Blitzstart ist sicher drin, ja. Wie ich schon mal gesagt habe, ich kann es nur wie immer wiederholen. Oha. Okay, mit dem Kart fährt man anders. Also kurz bevor die 2 verschwindet, dann müsst ihr Gas geben. Und dann macht ihr auf jeden Fall einen krassen Blitzstart. Der euch dann nach vorne befördert mit dem Super Boost. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, also diese normalen Boosts, die heißen Boost, glaube ich, dann, also Mini-Boost. Und ich glaube, der letzte Boost heißt dann Ultra-Boost. Der ist halt der neue Boost. Und den kriegt man, wie ich schon gesagt habe, wenn man dann das dritte Mal die Reifen zum Glühen bekommt. Und das bekommt man, wenn man schön driftet. Was allerdings nicht immer klappt, weil es muss immer jo, von der Straße passen. Ist halt ganz, ganz komisch, mit dem Kart hier zu fahren, weil ich bin wirklich gar kein Kartfahrer. Ich zeige es euch jetzt aber trotzdem mal, weil wir die ganze Zeit Motorrad hatten, nehme ich jetzt auch mal das Kart. Aber ich würde wahrscheinlich dann im nächsten Cup wieder auf das Motorrad skippen, weil mit Kart kann ich zwar fahren, aber meh, lieber doch Motorrad. Na, was ist denn hier los? Warum fahre ich gegen komische Sachen? Yo, da sind wir hier an der Grünen vorbeigekommen und die hat uns nicht getroffen. Ja, natürlich, dankeschön. Danke, danke, danke. Dann war das auch noch die Daisy, die ich so gern habe. Das gibt's doch gar nicht. Böse, böse Daisy. Und da sind wir hier auf Platz 2. Die Banane, immer mit dem schönen Lächeln. Na, kommen wir hier rein? Natürlich nicht. Ach, jetzt verstehe ich das. Wir sind in irgendeinem Modus, anscheinend. Wir sind in irgendeinem Modus, wo wir nicht aus der Strecke fallen können, beziehungsweise wenn wir falsch fahren. Ich glaube, das ist irgendwie dieser, wie ich schon gesagt hatte, Handicap oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, das muss ich irgendwie rausstellen, weil ich will, wenn ich runterfalle, falle ich runter. Weil ich will nicht irgendwie, naja, vom Spiel gelenkt werden. Es ist nicht meine Spielweise, wie ich gerade spiele. Es ist ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausstellen kann, aber ihr habt gesehen, ich wäre normalerweise runtergefallen und das Spiel hat mich quasi ausgelenkt in die richtige Position. Und das war auch im letzten Cup, wo ich da durch den Schnee fahren wollte, da wurden wir auch weggescheucht. Und ich dachte, das wäre irgendwie so komische Steuerung, aber das ist vom Spiel anscheinend tatsächlich. Das muss man hoffentlich irgendwie ausstellen können, weil es ist zwar natürlich nett für die Leute, die vielleicht nicht so gut fahren, denen hilft das so wie hier. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Das gibt's doch nicht. Normalerweise bin ich voll runtergefallen und, naja, gut, anders gesagt, wir sind immer noch Platz 1, sondern wären wir jetzt Platz 3 oder so. Wie auch immer, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie ausschalten kann, diese Handicap für die anderen oder wie man das nennt, keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine Hilfe, Fahrhilfe wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht. Weil, sieht nach nichts anderem aus. Weil ich hoffe, man kann es ausstellen, weil... Ich möchte es ohne. Und das ist Knochentrockens Düne. Das war sowieso schon mal so komisch, dass das... Diese Strecke gab es ja auch natürlich schon bei der Wii U, aber es gab kein Knochentrocken. Na?
Jetzt macht alles Sinn. Jetzt ist der Knochen trocken da und die Strecke ist nach wie vor da. Und das ist mit meiner absolut Hassstrecke. Ich kann es einfach nur mal wieder sagen, ich habe die bei der Wii U schon ziemlich gehasst und über der Switch, auch wenn ich sie gerade zum ersten Mal fahre, ich mag diese Strecke nicht. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel geilere Strecken. Und ist einfach so. True Story. Muss schon sagen, mit dem Kart ist es gar nicht mal so schlecht. Aber nach wie vor, ich bin ein Motorradfahrer in Mario Kart. Eigentlich hätten wir das Mario Bike nennen können. Und kriegen wir jetzt einen Super Boost. Und. Ah, nein. Ich habe den auch bis jetzt, glaube ich, nur zweimal hinbekommen. Diesen absolut Ultra Boost heißt der. Der neue Boost. Na komm, jetzt, aber und? Und? Ja, das gibt's doch nicht. Warum kriege ich nicht diesen neuen Boost hin? Das ist doch unglaublich. Da will ich den demonstrieren und es klappt nicht. Immer dieser Vorführeffekt. Naja, man kann nicht alles haben. Ey, das ist so krass, wie wir einfach, wenn wir aus der Strecke fliegen sollten, fliegen wir nicht raus. Das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das ist irgendwie zu leicht, finde ich. Ich will schon rausfliegen können, wenn ich Mist gebaut habe auf der Strecke. Und das ist irgendwie komisch, das ist super, super strange gerade für mich, als erfahrener Hase in Mario Kart 8. Da muss ich mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Stirb! Nein, Daisy, du doch nicht. Na egal. Das ist ein Bot-Daisy. Das ist nicht die Daisy, die ich nehme. Das ist ihre böse, böse Zwillingsschwester oder so. Keine Ahnung. Ah ja, guck mal hier. Da kriegt jetzt auch mal eine Blau ab. Yo, da lache ich und kriege ich auf jeden Fall einen Blitz hinterher geschmissen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Und die Musik ist nach wie vor schön. Jo. Was war das denn? Eigentlich wäre ich da irgendwie reingefahren. Ey, das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich kann das irgendwie ausstellen. Diese Hilfefahrt. Weil ich bin nicht gewohnt, in diese Unterstützung zu fahren. Ja, danke schön. Danke, das befördert mich auf den sicheren. Ja, welchen Platz denn? Zweiten? Dritten? Nein! Please! Komm und. Ah, doch, der zweite noch. Dank dem großartigen Pilz, der jemand dort verloren hat, sind wir in Platz 2 gekommen. Oder geworden. Naja. Besser als Dritter, ne? Definitiv. Und wir sind ja noch nach wie vor Platz 1 in der Gesamtwertung. Also nächste Runde und neues Glück. Und hier sind wir in der Spezialcup nach wie vor in Bowsers Festung. Die bin ich auch sehr, sehr gerne gefahren. Immer online, immer wieder. Die fahre ich nach wie vor sehr gerne. Aber die absolut geilste Bowser-Festung ist nach wie vor bei Nintendo 64 gewesen. Also Bowsers Festung Nintendo 64. Wie jetzt der konkrete Titel heißt von der Strecke, weiß ich nicht. Aber ihr wisst, welche ich meine. Die von Nintendo 64, die Bowser-Strecke. Und die ist absolut, das ist meine absolut Lieblings-Bowser-Strecke. Und danach kommt, glaube ich, dieser GBA, Game Boy Advance-Strecke. Bowsers Festung 3 oder sowas. Irgendwie so heißt die. Die bin ich auch super, super gerne gefahren. Das gab's alles auf der Wii. Das krasseste wäre nach wie vor, wenn sie wirklich von der Wii irgendwie so ein HD-Port machen. Ich hätte mir sofort geholt mit Online-Funktion. Das wäre super geil. Das wäre super, super cool. Aber ich gebe mich natürlich auch erstmal hier mit Mario Kart 8 Deluxe zufrieden, denn es ist auch sau, sau, sau geil. Es ist trotzdem für mich noch ungewohnt, mit dem Kart hier zu fahren. Weil ich normalerweise bei dem Kart aus jeder Ecke rausgeflogen wäre. Aber dank diesem Pussy-Mode, wo wir gerade drin sind, oder Pussy-Steuerung, ja, passiert das irgendwie nicht. Und ich möchte die irgendwie ausstellen, wenn es geht. Ich habe es halt noch nicht gefunden. Aber ich habe gemerkt, es gibt sowas. Was eigentlich, wie gesagt, einen nur unterstützen soll beim Fahren, der jetzt vielleicht nicht so fahrkräftig ist. Ist natürlich an sich keine schlechte Idee, aber für die Leute, die so selbst 100% Kontrolle unter das Fahrzeug haben wollen, für die ist das wahrscheinlich eine Qual, so wie gerade für mich. Naja, ich hoffe einfach, ich kriege das irgendwie aus. Ich hoffe, das kann man ausstellen. Falls nicht, Nintendo, bitte ein Patch. Das geht gar nicht.
Das gibt's doch nicht. Ich krieg nicht den krassen, geilen Turbo hin. Und mit dem Motorrad habe ich den zweimal geschafft. Allerdings war das nicht in der Aufnahme. Aber in der Statistik stand es schon zweimal, dass ich den geschafft habe. Also muss ich den zweimal geschafft haben. Na, komm. Wer ist vor uns? Daisy und der Bowser. Ich verstehe nicht. Ist der Bowser der Papa von Bowser Junior? Ne, oder wie heißt der Junior Bowser? Na, auf jeden Fall den, den ich gerade habe. Ist das der Papa von ihm? Oder ist das sein Meister? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist Bowser der Bösewicht von Mario. So viel ist bekannt. Selbst ich weiß das. Als jahrelanger Nintendo-Freund. Nein, Bowser. Seht ihr, Daisy ist die Beste, weil sie fährt locker mal hier auf Platz 1. Deswegen mag ich Daisy. Einfach besonders gern. Ha, noch vor Bowser rein. Ja, Bowser Junior heißt er. Ha, 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 ha. Mit 3 Punkten sind wir trotzdem auf Platz 1. Und dann schauen wir mal das nächste Rennen uns an. Yo, das ist die absolut krasseste Strecke, die Regenbogen-Boulevard-Strecke. Die ist auch sehr, sehr geil, sehr bunt und sehr gefährlich. Denn man kann hier normalerweise überall runterfliegen. Mal gucken, wie das ist mit diesem Hilfemodus. Ob wir hier runterfliegen oder auch nicht. Mal schauen. Wenn ich jetzt einfach mal, ich will jetzt mal was testen. Ich fahre jetzt mal geradeaus. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich drücke wirklich gerade nur A-Knopf. Warum? Warum lenkt das Spiel automatisch? Okay, ich muss definitiv irgendwo den Off-Knopf finden. Das kann doch nicht wahr sein, dass uns hier die Lenkung geklaut wird. Eigentlich sollte ich da wie so ein Mann runterfahren. Oder wie so eine Kröte. Na, hier, ne? Bowser Junior, Kröte, Echse. Oh, da ist der Geist. Wir sind unsichtbar, okay. Und was haben wir geklaut? Jawohl, eine rote. Nein, wir können auch die Abkürzung nicht nehmen. Was soll das? Okay, langsam fängt mich an, das Spiel zu trollen, obwohl ich es gerade mal eine Stunde spiele. Das ist ja unglaublich. Ich muss diese Kacksteuerung ausstellen. Das, nee. Ich meine, das ist wirklich nicht gemeint. Für Leute, die nicht fahren können. Oder die nicht so gut fahren können. Aber für mich muss ich das ausstellen. Ich hoffe, ich kann es ausstellen. Es muss irgendwie so eine Fahrhilfe oder sowas sein. Ich muss halt gucken, wo man es ausstellen kann. Und ich hoffe, man kann es ausstellen. Sonst ist das irgendwie komisch. Vielleicht ist es auch nur hier bei den Cups oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich mal online fahren. Mal gucken, ob das auch online ist. Weil es ist doch doof, dass man nicht runterfliegen kann. Hallo? Das ist doch gerade der Kick von Lakito, gerettet zu werden. Oder hier die Abkürzung kann man nicht benutzen. Hier nach links. Hier, man kann hier nicht nach links. Da, geht nicht. Wie wir einfach da weggehalten werden. Das Spiel hat einfach Macht über uns und übernimmt die Kontrolle über unser Fahrzeug. Anders gesehen verhindert das Spiel, dass manche Leute Abkürzungen nehmen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Nein, es ist nicht gut, denn ich nehme gerne Abkürzungen. Das ist scheiße. Naja. Ihr seht schon, ich bin mittendrin und laber nur noch Nonsens. Juhu. So wie das man von mir gewöhnt ist. Also ich hoffe wirklich, dass ich das ausstellen kann. Das ist ja furchtbar. Diese komische Hilfesteuerung. Und generell mit dem Kartfahren ist nicht so mein Ding. Ich bin, wie ich schon sagte, der gute Motorradfahrer. Und dementsprechend... Nein! Warum? Warum? Warum kann ich da nicht die Abkürzung nehmen? Oder hier wäre ich auch nach links gesprungen. Das geht aber nicht. Oh mein Mann. Oh, wir sind hier Platz 2. Komm, Banane, flieg und Sieg. Nein, die ist zwar geflogen, aber nicht zum Sieg beigetragen. Und in der Gesamtwertung sind wir auf Platz 1. Das reicht uns doch. Das reicht mir. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr den Part natürlich beendet. Beendet? Nein, bewertet. So rum. Aber erstmal schauen wir uns noch den Abschluss an. Ja, so sind wir gefahren. Genau so. Tja. Und da ist unsere krasse Spezialtrophäe. Glückwunsch. Dankeschön.
Und neue Fahrzeugteile sind verfügbar. Na, wollen wir uns die nochmal schnell anschauen? Na gut, dann schauen wir die uns noch schnell an. Denn ich will wissen, was ich bekommen habe. So, Grand Prix. 150, irgendjemanden nehmen und... Ah, hier, guck mal, Wolkenballons. Und was haben wir noch? Sonst gar nichts. Jetzt gehen wir mal kurz hier raus. Eventuell steht jetzt nochmal, dass wir neue Münzen haben. Nee, steht nicht. Gut, dann, wie gesagt, bewertet den Part, wenn es dir gefallen hat. Like es, wenn es nicht, dann dislike es. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Cup. Und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.